Ja, herzlich willkommen aus dem iPhone Testlabor. Während die Tests mit dem iPhone 12 Mini und dem iPhone 12 Pro Max hier munter laufen, möchte ich heute mal das Augenmerk auf einen interessanten neuen Zubehörartikel richten, den Apple zusammen mit der 12er Linie herausgebracht hat, nämlich das Apple Leder Wallet. Was hat es damit auf sich? Auf Deutsch heißt ja Apple Leder Wallet, ja, Apple Leder Brieftasche. Und wenn wir uns das Ding mal angucken, naja, ein Brief ist da schwerlich unterzukriegen. Vielleicht so ein kleiner geheimer Brief, den man so unter den Tisch weiterreicht, aber es ist eindeutig eine Brieftasche für Karten, ein Kartenetui. Und es ist ein weiteres Beispiel für das neue innovative MagSafe-System, was hier eingeführt wurde und vor allem dessen Modularität. Denn es ist so, man kann dieses Wallet zusammen mit den Schutzhüllen einsetzen, die per Magnet angebracht werden. Das heißt, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eine Sowohl-als-auch-Entscheidung, wenn man möchte. Man kann das Ding natürlich auch so dran machen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Hier sehen wir die Verpackung des Leder-Wallets, das viele Ähnlichkeiten aufweist zu den Lederhüllen, die auch für das iPhone 12 angeboten werden. Wir haben hier echtes Leder. Und wir haben vier Farbtöne, in denen das verkauft wird. Das ist einerseits Sattelbraun, was wir hier gerade sehen, California Poppy, Baltisch Blau und Schwarz. Und wenn wir das Ganze gleich mal umdrehen, dann sehen wir auch, da ist dann eine Öffnung, wo man die Karten wieder herausschieben kann. Insgesamt passen drei Karten maximal hinein. Die erste Frage, die sich mir stellte, war natürlich, wofür brauche ich das überhaupt? Denn wir haben noch Apple Pay, also wir können ja längst unsere Zahlungsmittel digital mit dem iPhone mit uns führen. Warum sollten wir jetzt dann irgendwie Kreditkarten oder Bankkarten hinten dran heften? Das erscheint ja im Jahre 2020 erstmal so ein bisschen, naja, gegen die Zeit. Aber ihr wisst es selbst, es ist natürlich so, wir haben weiterhin Checkkarten, große Sachen, die wir eben analoger Natur eben mit uns führen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei und das wird vermutlich auch eine ganze Weile noch so bleiben. Und ja, dafür ist es halt optimal, denn ihr braucht dann kein weiteres Kartenetui mehr oder ein Portemonnaie. Ihr habt dann wirklich alles in eins. Zu diesen analogen Karten zählen ja allen voran der Personalausweis oder der Führerschein. Aber es gibt ja eben auch bestimmte Karten, die bislang nur physisch existieren, die man nicht jetzt zum Beispiel einscannen kann in das digitale Wallet oder wo es dann Apps gibt, um dann die Kundenkarte zu hinterlegen. Und ja, wir sehen hier gerade, wie das dann eingepackt wird und genauso, wie man es dann wieder herausschiebt durch leichtes Pressen hinten. Gehen die Karten wieder raus. Es fehlt allerdings schon noch die Möglichkeit, eben Bargeld mitzunehmen. Gut, einige von euch, weiß ich, brauchen das nicht mehr. Ihr habt bereits alles digital. Aber es ist ja dennoch so, zumindest in Deutschland ist das so, dass es dann meistens auf Kompromisse hinausläuft. Irgendwo braucht man doch mal eine Münze oder sogar ein paar mehr. Irgendwo wird dann eben doch noch keine Karte akzeptiert. Und was dann? Und da bin ich so auf dem Standpunkt, dass mir das zu viele Kompromisse wären und so ganz ohne Münzen geht es dann ja doch nicht. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wie sicher ist das? Immerhin wäre es ja eine Katastrophe, wenn ihr euren Ausweis oder euren Führerschein unterwegs verliert. Die Antwort auf diese Frage hat sehr viel mit eurem individuellen Sicherheitsempfinden zu tun. Grundsätzlich ist die magnetische Anhaftung schon sehr gut, dennoch lässt sich das Wallet aber mit nicht allzu viel Mühe abschieben und das ist ja auch Sinn der Sache. Schließlich müsst ihr ja leicht an die Rückseite herankommen, um die Karten zu entnehmen. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Festigkeit des Lederwallet auch sehr stark davon abhängt, welche Größe des iPhone 12 ihr verwendet und ob ihr ein Case, eine Schutzhülle benutzt. Dementsprechend gibt es sehr große Unterschiede. Ohne Case hält das Wallet am besten am 12 Mini, zum einen, weil es klein und passgenau ist, zum anderen, weil die Rückseite so griffig ist. Anders die Situation beim Pro Max. Größe und Beschaffenheit der Rückseite sorgen dafür, dass das Wallet hin und her rutscht. Mir persönlich wäre das zu heikel. Aber setzt ihr das iPhone 12 Pro Max tatsächlich ohne Case ein? Genau, die meisten werden mit Sicherheit eine Schutzhülle verwenden. Mit der Lederhülle sieht das schon ganz anders aus. Der Sitz ist deutlich besser. Das Größenverhältnis bleibt natürlich. Und hier noch ein Blick auf die Mittelklasse. Das iPhone 12 Pro, 6,1 Zoll groß. Gleiches gilt für das iPhone 12 mit dem Silicon Case. Das sitzt auch alles sehr gut.
Nicht vergessen sollte man, dass das Wallet ja während der Benutzung von der Hand umschlossen wird. Also ihr spürt jederzeit diese kleine Beule in der Hand und wisst halt also, ja, meine Karten sind noch da. Vielleicht sind sie sogar sicherer, als wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Gesäßtasche das haben würdet. Die Gefahr sehe ich, und die sehen auch, glaube ich, einige andere, eben wenn man aus der Hosentasche das iPhone herausholt oder aus einem anderen Behältnis, dass es dann irgendwie hängen bleibt und fällt dann nicht in die Hosentasche, sondern daneben. Und da muss man natürlich in der Tat ein wenig aufpassen. Also da muss man schon gucken, ob es dann dran hält. Nach meinem Gefühl haftet es recht gut, aber es hängt natürlich sehr stark auch davon ab, wie eng anliegend ist die Hose, sind da irgendwelche Vorsprünge, wo es hängen bleiben kann. Ich glaube, diese Frage der Sicherheit kann man an der Stelle nicht pauschal beantworten. Fest steht, wenn etwas magnetisch anhaftet, ist es nicht so fest, als wenn es angenäht ist. Das ist logisch. Und dann ist da noch die Magnetstreifenfrage. Die haben ja auch viele gestellt. Beeinflusst MagSafe die Nutzbarkeit eurer Karten, wenn ihr zum Beispiel eine Bankkarte benutzt? Laut Apple ist das nicht möglich. Da sind die Magneten nämlich nach hier gerichtet und nach innen ist eine Abschirmung da. In meinem Test habe ich jetzt auch nicht festgestellt, dass die Karten hinterher schlechter nutzbar waren. Man muss es natürlich langfristig betrachten, aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass Apple das hinreichend getestet haben wird, denn das wäre wirklich der größte Fail aller Zeiten, wenn der Magnetstreifen dann eben entwertet wird. Ja, mein Fazit ist, das Lederwallet ist eine witzige Idee, um MagSafe zu verwenden, gar keine Frage. Dennoch gibt es ja hier und da Wenn und Aber. Und wie schwer man das gewichtet, das muss tatsächlich jeder für sich entscheiden. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich das Wallet auf Sommerausflügen dann eben mitnehme. Das ist so eine klassische Situation, wo ich eigentlich gar keinen Ballast dabei haben möchte, wo ich auch gerne noch auf das zusätzliche Portemonnaie verzichten mag. Und wenn ich das jetzt dann mit dem Wallet abdecken kann, dann ist das eine feine Angelegenheit. Münzen, die kann ich auch lose in die Hosentasche oder in die andere Hosentasche reinmachen. Also das ist sicherlich möglich. Ich weiß es nicht, inwieweit das ein Begleiter für jeden Tag für mich wird. Ich sehe das im Moment eher nicht, aber gut, auch da kann das Empfinden natürlich sehr unterschiedlich sein. Apropos Geld, mit 63 Euro hat das Wallet natürlich auch seinen Preis. Es ist kein Must-Have, sondern ein klassisches Accessoire. Ihr müsst also selbst entscheiden, ob es euch das wert ist. An der hochwertigen Verarbeitung besteht zumindest kein Zweifel. Was dagegen kostenlos ist, ist ein Abo dieses Kanals. Also abonniert gerne, falls ihr alle Videos sehen möchtet, die hier da sind. Und ein Like ist mir sehr viel wert von euch. Also ganz herzlich Dankeschön an alle, die immer wieder liken. Aber auch danke an die Kritiker, die sagen, was ihnen nicht gefällt und wie man es besser machen könnte. Also ihr merkt sicherlich, hier und da gibt es eben auch kleine Verbesserungen über die Zeit. Ich versuche halt immer, das umzusetzen. Habt ihr euch eigentlich auch ein Wallet bestellt? Benutzt ihr das? Was sind eure Erfahrungen damit? Das würde mich auch sehr interessieren. Nutzt gerne die Kommentarspalte hier drunter unter diesem Video. Und ja, ich gucke mir gerne an, was ihr damit macht. Auch das interessiert mich. Für heute sage ich erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, tschüss von der Nordsee.